So, ihr Lieben, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an aus der Perspektive der, wir werden von riesigen Robotern angegriffenen Schrottschläger-Evolutionen gedöns. Heilige Scheiße. Ist auch wieder ein Event. Diesmal nicht gegen Bugs, sondern gegen riesige Androide-Roboter. Ich muss erstmal gucken, wo ich die verletzen kann. Die hatte ich in der Beta tatsächlich schon mal in einer Art Instanz. Ich glaube, der ist hier oben auf jeden Fall verletzlich. An seinem Schwänzchen. Den Schwanz abschießen tut auch nicht nur Menschen weh. Und die machen ganz schön... Okay, der ist gerade in den Nähtiefen geflogen, ist nur hochgehüpft. Ganz schön weh tut der gute Meister hier. Immer schön auf den Schwanz schießen. Aber auch hier gilt, wie immer, das, was irgendwo orange leuchtet am Gegner, ist sein Schwachpunkt. Da drauf ballern und ihr habt weniger Schwierigkeiten zu überleben. Insofern ihr nicht gerade, wie ich, Besuch bekommt. Aua. Jetzt eine Granate. So, das müsste eigentlich kaputt sein. Jawohl, super. Wo ist der Große? Was ist das denn hier? Ach da. Bäh. Das ist also das Oberviech. Sieht schon ziemlich cool aus, vor allem mit dem Himmel dazu. Müsst ihr euch mal reinziehen. Richtig geil. Jetzt müssen wir mal gucken, was schießt hier eigentlich alles auf mich. Da die kleinen Dinger auf jeden Fall. Das sind so laufende Kondensatoren wahrscheinlich. Ach, hier, guck mal. Da ist doch einer. Hier nehmen wir mal das Korn hier oben. Schön den Hals wegballern. Ich habe nur keine Ahnung, wo die herkommen. Das ist mir absolut... Haben das Menschen erfunden oder waren es die Alien, die es mitgebracht haben? Man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Könnt ihr mir gerne mal in den Comments da lassen, was das mit diesen Viechern auf sich hat. Wahrscheinlich sind es einfach nur Toaster, die irgendwann genug hatten vom Toastbroten. Brottoasten. Schrottschläger machen wir auch mal platt. Irgendwas labert mein Ego. Ich glaube... Ach, da oben fliegt er. Nur fliegen ist schöner. Ach, jetzt hat er den Bauch wieder zugemacht. Okay, also... Das ist ein überdimensional ziemlich wütender Flusskrebs, würde ich mal fast sagen, und ich hänge fest. Jetzt hat er wieder die Funktion offen, jetzt kann man da reinballern. Wer macht eigentlich frei? Welcher Boss macht freiwillig immer wieder seinen Bauch auf und zeigt so, hier hinschießen, schießen Sie bitte. Ich will getötet werden, kaputt gemacht werden oder was auch immer. So, wo ist der Schwachpunkt? Da ist der Schwachpunkt. Also erstmal den Greifarm hier wieder ein bisschen behaken. Das ist im Prinzip so ein überdimensional großer, ausgeklickter Bohrer, wie es aussieht. Oder ein Stecher. Das ist voller Stecher. Oh, oh. Das dachte ich mir, dass das keine gute Idee gewesen wäre. Au, 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 au. Das ist meine Schilde direkt down. Au, au, au. Geh weg, du dickes Ding. Erstmal diesen mittleren abschießen. Rechts, es fliegt irgendwo noch das Oberviech rum. Also hier. Das ist wieder gelandet. Ach, wir schießen auf verschiedene. Ja, das ist natürlich total schlau. Jetzt mehrere Greifarme über angreifen. Die einen schießen auf unten, die anderen schießen auf oben. Dann gehen wir erstmal den mittleren angreifen hier. Nachladen ist angesagt. Ja, der ist schon kurz. Und dann oberen jetzt. Kommt schon, Leute. Immer feste drauf da. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Kriege ich hier irgendwo Munition her? Ey, hier gibt's nur Viecher. Egal, wo man sich hindreht. Man weiß gar nicht, wo man zuerst drauf schießen soll. Aber jetzt auf die kleinen... Ach, da sind auch Raider noch dazwischen. Wahrscheinlich kommt... Ist das deswegen hier? Au! Ach Gott, da ist noch einer auf dem Boden. So, erstmal weg mit dem Scheiß hier. Komm, du gehörst in die Müllpresse, mein Freund. Du gehörst in die Müllpresse. Dann machen wir einen schönen neuen Computer aus hier. Brauchen wir ein neues Tablet. So, hebt das Ding jetzt wieder ab hier. Kann man da durchschießen eigentlich? Nee, kann man nicht. Komm, heb ab. Wahrscheinlich müssen wir diese Türme da erst tatsächlich gut machen. Aua. Ich schick gleich meine Mama vorbei. Die setzt sich auf dich drauf. Dann bist du platt, Alter. Also wenn das nicht irgendwann so eine Wiederholungsgeschichte wäre, wäre das Spiel wirklich cool. Es ist ja auch cool anfänglich. Es hat definitiv den Mehrwert eines 30 bis 50 Stunden Spiels. Für den Preis kann man eigentlich nicht meckern. Im Keystore kriegt er die im Übrigen noch ein bisschen günstiger, die Spiele. Das ist sehr hoffentlich mittlerweile auch alle. Und dementsprechend als Buy-to-Pay, Play. Also einmal, oh, Munition. Ich brauche dringend Munition. Wo gibt's die Munition? Leute. Au! Das ist schön, das ist super. Super, repariert sich. I need ammunition, I need ammunition. Da ist welche. Meine, habt sie gesehen? Zack. So, nachladen und dann... Ja, macht er gerade wieder dicht. Es lohnt sich auf jeden Fall als Buy-to-Play. Einmal zahlen und dann einfach zocken. Auf jeden Fall. Komm, mach den Bauch auf. Jawohl. So. Special Ability gecharged und ran da. Aua. Was ist denn das immer? Das sind die Bohrer, oder? Der hat noch nicht mal viel Energie. Nur noch ganz, ganz wenig. Ihr seht es oben am roten Balken. Die Schilde sind aber recht hoch.
wir da schnell sind. Er geht down, er geht down, er geht down, er geht down. Komm, einmal noch aufmachen im Bauch. Mach schön die OP bereit. Fucking hell. Mach auf. Mach auf. Bam. 5000 EP bekommen. Und ein paar Items vielleicht. Nein, ich bin nur gerade reingehüpft. Aber immerhin haben wir sogar 6000 XP nochmal und 3 Schlüssel bekommen. Das ist doch cool. Das ist eine coole Geschichte. Also je nachdem, in welcher Zone man ist. Ah doch, hier seht ihr eine Splittergranate noch bekommen. Die kann man gleich mal ausrüsten. Irgend noch eine Granate ist jetzt nicht so pralle. Ja, das war's. Ich war auch nicht so viel dabei. Wir sind momentan in einer ganz anderen Zone hier unten. Und je nachdem, in welcher Zone ihr seid, also ihr seht ja, die Karte ist noch nicht ganz offen. Das ist die Weltkarte, man erkennt sie so ein bisschen. Gibt es eben andere Public Events. Und das war eben jetzt gerade mit laufenden Schrotthaufen, die unbedingt eins aufs Maul wollten. So, dann rüsten wir das Ding mal ganz kurz aus hier. Oder gucken einfach mal, was kann. Splittergranate. Die ist auf jeden Fall ein bisschen besser, macht minimalen Schaden weniger, das ist aber egal. Na, obwohl, ist eigentlich nicht egal. Eigentlich ist die gar nicht so toll. Dann macht eine andere aber deutlich besser. Ist ein bisschen schneller, ja. Eine Detonation ist dann schneller, aber insgesamt finde ich jetzt nicht so pralle. Gut, also Event durch. Nächste wäre, ich wäre eine kurze Folge mit dem Mad Mike von den Derpioten in der Defiance. Und dann wird man sagen, mal beim nächsten Mal gucken wir mal, dass wir hier mal die Schattenmission hinkriegen. Das seht ihr oben links gerade, Schattenmission, weitere Spiele werden benötigt 15. Das ist, glaube ich, eher abends einfacher reinzukommen. Bis dahin, wir sehen uns und hören uns, Mad Mike.